Tonkes Fähigkeit, die vielschichtige Natur von Micky Walter zu erfassen, und Sandmeyers Darstellung von Heini als unbeschwerter, aber tiefgründiger Charakter verleihen der Serie Authentizität und Tiefe. Die persönliche Verbindung der Schauspieler zu ihren Rollen und ihre sorgfältige Interpretation tragen wesentlich dazu bei, dass Sexuell verfügbar nicht nur die Geschichte einer Figur erzählt, sondern auch eine Reflexion über individuelle und gesellschaftliche Herausforderungen bietet. Sexuell verfügbar ist mehr als nur eine Serie. Es ist ein mutiges Statement, eine Reflexion über das Leben der Frau in der heutigen Zeit und eine Herausforderung an den Zuschauer, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Verpasse nicht die Premiere von Sexuell verfügbar in der ARD-Mediathek ab dem 8. März.